Was geht, Leute? Mein Name ist Aaron Fox. Es geht weiter mit Thorn in VR. Wir sind in der Küche. Nein, wir kochen nicht. Wir suchen das nächste Rätsel. Wir sind im nächsten Rätsel. Denn, ich habe das Gefühl, wir kommen der Spur immer näher, was es mit Talbot und seiner Marina auf sich hat. Vor allem, was es mit uns auf sich hat. Denn ich habe so eine Theorie. Sind wir in der Realität oder doch in einem Kopf von irgendjemandem? Oder sind wir vielleicht auch nur ein Versuchskaninchen von Talbot? Nach dem Intro werden wir mehr erfahren. Willkommen in der Küche. Mein Name ist Chef Koch, NR Fox. Wie gesagt, wir werden nicht kochen. Dafür gibt's andere VR-Spiele, die ich bei Zeiten auch mal ausprobieren werde. Mal schauen. Kochen tue ich lieber in der Realität als im Spiel. Aber wie dem auch sei, wir sind hier beim nächsten Rätsel. Warum ist die Tür so? Die habe ich letztens aufgemacht. So, ist nichts drin. Egal. Also, nächstes Rätsel. Wo fangen wir an? Hier fangen wir an. Du weißt Bescheid? Ecke, Y, Ecke. Da braucht man ein schweres Teil. Gib mir das da. So, das brauchen wir noch. Geben Sie mir das. Ich brauche was Schweres. Das geht nicht, das geht auch nicht. Säcke können wir nicht nehmen. Aber das könnte schwer genug sein. Ja. Passt. Was lachst du so blöd? Das wiegt ja nix. Oh, you're figuring it out. Gib jetzt doch nicht. Almost there. Dreh dich. Nicht zu arg. Nicely done. So. Na gut, ich hätte auch einfach den Kühlschrank nehmen können. Gerade Stück. Gerade. Y. Gerade. Gerade. Das ist ein Punkt. Das raus da. Wieder den Überblick verloren. Da geht's runter irgendwie. Hier haben wir ein paar Sachen. Das, die müssen da rein. But it was just Rena and her parents and myself. Eine Druckplatte. Has some of the latest innovations. Built-in appliances and so on. Right? So, und dann... So. Nummer 1 haben wir. Auf zu wiggeln. Das irritiert mich. Eckpunkt. Y. Da können wir wieder... Hier den dann einmachen. Y da hier. Well done. Ecke. Nee, kein Ecke. Was nice to stop thinking. Gerade Stück. You know, need bread or something. Mal hier noch eine Ecke, gucken, ob man das irgendwo hier hin machen kann.
Y. A loaf of bread and some cheese and a bottle of wine. Good book. Gerade Stück kommt hier hin. Nee. Doch, oder? Ja. Y. Ja, auch ein Y. Y. Da ist ein Y. So hin und so hin. Easy. Hier. Yeah. Zwei Punkte. Flaschen. Okay. Gib mir mal das da. So, wir brauchen Flaschen. Die Flaschen waren da hinten. Und da geht's auch zum nächsten. You'd never starve in this house. Oh, mal kurz ein paar Sachen darüber. Dann muss ich nicht immer hin und her. Wo ist noch eins? Da. Ist hier noch irgendwas? Hallo? Einfach mal eine Auswahl. Da hinten. So, das müsste reichen. Um das Rätsel zu lösen. So, Ecke. Ecke. Gerade Stück. Noch ein gerade Stück. Und eine Ecke. So, das hängen wir. Hier haben wir eine Druckplatte. Da muss was Schweres hin. Schweres, was Schweres. Was könnte schwer genug sein? Ein Kühlschrank ist schwer genug. Der kommt da. Der passt da bestimmt rein. Easy. Und dann noch ein Kühlschrank, denn wir haben ja zwei davon. Da müssen wir was drunter stellen. Zum Beispiel. Oh, das da könnte auch einfach aufpassen. Jo, was für eine unordentlich. In Ordnung. Beruhig dich, Bro. Beruhig dich. Komm. Da muss ich näher rangehen. Und zack. Und gib mir mal das da. Ja, da muss doch ein Kühlschrank rein. Komm schon. Ich weiß, du schaffst das. Ah. So. Ich. Dreck, Scheiße! Ich sitz aus hier! Das macht mich verrückt hier! So, so ist es jetzt dran. Ich hab eine andere Idee. Mein Arm stört ab. Wir betätigen das, wenn es soweit ist. Ist mir jetzt zu blöd hier.
Aber wir haben doch hier schon alles. Einmal unten, einmal oben. Stimmt. Ja. Ach, da ist noch eins. Eine Ecke. Eine Ecke. So, und jetzt. Zack. Na, oh, komm schon. So, weg da. Kein Bock mehr auf den Kitchen. Ein Motorrad. Jetzt müssen wir eigentlich so gut wie fast alle haben. Mal gespannt. I feel a bit anxious about your visit this time. Why? Some of the memories you brought to me have been painful ones. I fear the worst is yet to come. You may be right. I suppose we don't get to choose what's happened in the past. Just have to live with it. Very well then. Let's begin. Don't you want your key? Ah, right, of course. I'm a bit distracted, aren't I? Let's see it, please. The picture this time was a motorcycle. I imagine you ride. Used to. Don't anymore. Here's your medicine. You remember, we hoped that our discovery would be of use to doctors and investigators and such. Well, for that to really work, they'd have to actually physically enter the space of the mind. It's not enough to simply look. They'd have to be able to interact with what they saw. That's why we built that machine you see there. Patterson, I think we're getting close to finding out what went wrong with Rena and I. Give me some more if you would. Uh-oh, Leute, wir kommen näher. It all came down to transforming and moving energy. There's nothing solid in this world. Everything we see is in motion on an atomic level. We found a way to harness this energy and cross over into the realm of pure consciousness. Here, give me a bit more, will you? Letzte Dosis für heute? Oder für diesen Travel? It worked. At first, it was terrifying. Probably how it felt for people when planes were first invented. Just didn't seem possible. But after a while, people got used to planes, didn't they? And we got used to going back and forth between these planes of existence. You've certainly gotten used to it, haven't you? I don't know if I'd say I'm used to this, exactly. That's good. You should keep your guard up a bit. This is more dangerous for you than you know. We were not as clever as you. We put too much faith in our own machines. We ignored the warning signs. This next memory must be more difficult than the rest. It's very resistant. I can only remember a small bit at a time. Could you go and bring back a bit more? We're nearly there, I think. Also mehr haben wir noch nicht herausgefunden. Aber wir kommen der Sache schon näher. Ziemlich nah. Let's take a look at the valet room. Patterson, nichts zu sagen? Diesmal hast du nichts zu sagen. Sonst hast du auch immer irgendeinen Kommentar parat. Über deine egoistische Storysuche. Na gut, dann muss ich wohl was dazu sagen. Wir kommen, also ich denke mal, uns fehlt nur noch ein Key. Und dann werden wir herausfinden, was eigentlich passiert ist. Und ich denke mal, die Wahrheit wird uns nicht gefallen. Zumindest wird es Talbot wahrscheinlich nicht gefallen. Jetzt, wo er die ganzen Erinnerungen hat, dünkt es ihm, was eigentlich passiert ist mit ihm und Marina. Irgendwas ist da am Gange. Und das hat wahrscheinlich auch Einfluss mit uns. Denn warum sind gerade wir hier? Und was hat das ganze Konstrukt hier zu suchen? Wir können gespannt sein. Ich denke mal,
Vielleicht kriegen wir es heute hin. Oder spätestens in der nächsten Folge. Und keine Zeit verlieren. Die Lichter geben jetzt mal keinen Einfluss. Und gehen zum nächsten. Ja, jetzt, wo es zum Ende kommt, weiß ich, wie man mit der Tür umgeht. Klasse, oder? Valet Room. Okay. Gemütlich. Schöne Musik. Okay. Zu viele Räume. Benutzt man einfach irgendwie den Platz. Oh, schöne Musik. Ja, dieses Spiel hat schon seine wundervollen Momente. Nicht immer. Es wirkt ein bisschen eintönig. Aber wenn dann was kommt, dann ist es schön. A grown man allowing another grown man to shave his face and dress him as if he were a child. It's absurd. Das müsste Rena sein, denke ich mal. Das Bild habe ich ja schon öfters gesehen. Gut. Also. Let's fucking do this. Straight Connection und gerade. That's it. Keep going. Ecke. We're almost there. Geradstück. That's right. Was brauchen wir noch? Eine Ecke? T-Stück. Richtig. Gerade ist das ein T-Stück? Ne, das ist ein gerades Stück, aber da ist ein T-Stück. Und ein Straight. Straight, 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 da. Яма номер один является активным. Активны. Let's take a look and see if it just needs a spin to correct. Warum kann ich das nicht nehmen? Ah. Ach, das liegt schon drauf. So. We're almost there. Ein gerades Stück. Noch ein gerades Stück. Ein T-Stück. Oh, vielleicht brauchen wir noch irgendwo ein gerades Stück. Hier. Ein Eckstück. Nee. Ein T-Stück. Ein gerades Stück. Wo sind die geraden Stücke? Da. Da haben wir alles. Da kommt ein Eckstück. Ah, irgendwas fehlt doch hier. Oh, unterm Bett. Ein T-Stück. Da. Ernsthaft. So. Schema
kommt das letzte Puzzle hier. Das sind gerades. Da. Ein T-Stück. Das ist noch ein gerades Stück. Ecke. Mal die Ecke hier. T-Stück. Das ist gerade T-Stück. Kommt hier hin. Gucken wir mal, wo besser, genau. Und dann haben wir hier noch eine Verbindung. Ah, hier drauf. Okay, gerade Stück hatten wir hier. Eckstück. D-Stück. Und ein Eckstück. Eckstück, hallo, hier. Irgendeins fehlt noch. Da, ein Eckstück fehlt noch. So, let's go. Und das müsste das letzte sein. Bin mal gespannt. Müssen wir noch von der Zeit schaffen? Vielleicht ist es das letzte gewesen. Let's worry about that later. Dose me, please. At first, I didn't think much of it. These are customized machines, you know, not mass-produced. You expect some glitches once in a while, a few sparks here and there. And Rena was so excited. I was thinking about her, instead of paying attention. I should have known. The machine was acting up more than usual that day. I should have insisted we wait until I had time to make some adjustments. But Rena was too excited, too eager to continue. I can't blame her, though. She wasn't the fool. I was. Because I knew better. She went in? At first, everything was fine. I just assumed I was being paranoid, worrying too much. But then, when it was time for her to come out, there was no sign of her. The machine couldn't find her. Yes. She had disappeared. Do you want to find out what happened next? I'm ready. It was my worst nightmare. I built the machine. I was responsible for keeping it functioning correctly. I'm ashamed to admit it, but I panicked. I should have stopped and thought. I should have taken the time to fix the machine properly. But I was frantic. Rena was gone. I had to help her. So I went in after her. And then what? Traumatic memories are hard to process. It takes a while to piece it all together. Could you give me a bit more? I went in, and there must have been some kind of electrical surge or something. Overloaded the circuits, perhaps. And then this happened. Whatever this is. Before I could make it the whole way through, the connection dropped. My mind was torn apart. I can only assume that the machine sent only part of me through, leaving the rest of my mind in the physical plane. Splintered into small bits of energetic light, settling like fallout throughout the mansion. So that's what happened. So she is here. She's lost, and thanks to you, I've got full control of my mind back. Now,
What I need to do is get out of here, back to the physical world, and recalibrate the machines properly. Once I've done that, I'll be able to locate Rena, and then I can bring her back as well. We're so close. Everything we're doing for Rena now. Let's see the eighth key. Another chess piece. Yep. A knight. The queen, I guess. Queen. Of course it is. Knight. Now, here's what you need to do. Return to the mansion's foyer. Look for a large prescribed circle in the floor near the entrance to the home. The lab entrance will present itself to you. The answers are there. What we're both seeking is there. Okay. Man, if the machine did that to you, then it must have obliterated your wife. I mean, I'll do what you're asking. I want to see the secret lab as much as the next guy, but, I mean, come on. I can't tell if he really thinks he's going to find his wife, or if he's just kidding himself. Or maybe he's lying to me to get me to help him. I don't know. But if he's using me, let's face it, I'm using him too. His story is probably going to make me rich. And besides, what if it is all true? What if that lady really is trapped in some kind of permanent limbo? What a nightmare. Ja, hat sie vollkommen recht. Wir wissen nicht, also ich weiß nicht, ob das alles, also ich habe das Gefühl, das ist alles Schauspielerei. Aber was, wenn nicht? Wenn doch was dahinter steckt. Wir versuchen jetzt noch den Eingang des Labors zu finden. Dann werden wir wahrscheinlich bei der nächsten Folge erst die Lösung des Rätsels von allem herausfinden. Die Frage, wo? Hier ist nichts, hier wickelt nichts. Dann gehen wir wahrscheinlich wieder nach oben. Hat der irgendwie gesagt, so am Anfang, ein riesengroßer Square, also ein Viereck. Oh, da kracht wieder alles auseinander. Drei Stück. Hier ist auf jeden Fall nichts mehr. Hier wiggelt nichts. Alles easy. Okay. Bin echt gespannt. Vor allem, ob man in dem Spiel auch menschliche Gestalten sieht und nicht nur in Form von Bildern. Hier. I always enjoy this moment. Genau. Öffnen wir das Tor jetzt? Ich denke schon. Wir machen das jetzt. Ich weiß gar nicht, in welcher Reihenfolge. Ich glaube einfach nur rein. Bin aufgeregt. Ich weiß, es leckt ein bisschen jetzt. Ich sehe es ja selber. Ich kann jetzt aber daran nichts ändern. Und der letzte Part. Now, if you wouldn't mind joining me over here. Und rein. We've had this furniture for ages. Still holding up. Oh. But life is an experiment. We were lucky enough to have this place and the resources to pursue our dreams. Sollen wir da reingehen, Leute? Wir haben noch Zeit. Okay, gehen wir rein. Drei Stockwerke. Ach, wisst ihr was? Beim nächsten Mal. Ab zu Ottmott. Es geht runter in den Aufzug. Ja, ich bin der Befürchtung, bei der nächsten Folge wird es die letzte Folge sein. Wir nähern uns dem Ende. Wir erreichen in der nächsten Folge das Labor. Und dann werden wir an den letzten Schrauben drehen, um auf die Lösung des Rätsels zu kommen. Wo sind wir eigentlich hier? Was ist mit Rena passiert? Was passiert noch mit Talbot? Was passiert mit uns? Ich bin gespannt. Es war eine schöne Reise. Beim nächsten Mal.
geht es dem Ende zu. Ich hoffe, ihr seid dabei. Bis zum nächsten Mal. Euer Fox. Ciao. Hat euch das Video gefallen? Dann lasst ein Like da und abonniert den Fuchs.